Hallihallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch den neuen Titel aus der Turbine Steel Collection mitgebracht. Es handelt sich dabei um das Star Metal Pack von Amazonen auf dem Mond aus dem Jahr 1987. Das ist ein witziger Episodenfilm im Stil von Kentucky Fried Movie. Wer ihn noch nicht kennt und auf lustige Filme steht, sollte sich das auf keinen Fall entgehen lassen. Der Film wurde von Karl Gottlieb, Joe Dante und John Landis, Peter Horton und Robert Carr Wise gedreht. Das sind die Regisseure. Und dieses Star Metal Pack ist auf 1500 Stück limitiert. Ich bin mal wieder ein VIP. Ja, so schaut das Ganze aus. Und ja, am besten packen wir das mal aus, um es uns mal genauer anzusehen. Dazu habe ich wieder mein Messerchen und das setze ich hier genau in der Naht an, damit an das eigentliche Star Metal Pack nichts dran kommt. Star Metal Pack ist sowas ähnliches wie ein Steelbook, aber durchgehend. Also hier, da war noch ein Aufkleber drauf mit Videokommentar von Streter, Bender und Streberg. Ja, genau wie bei Schlock, das Bananenmonster. Fand ich da auch schon sehr cool. Mal sehen, was die Jungs hierzu zu sagen haben. Übrigens auch Schlock von John Landis, genauso witzig. Ja, so, das die Umlagekarte, J-Card oder wie auch immer das heißt, so sicher bin ich da nicht. Die ist hier nur drum gelegt, also nicht festgeklebt oder so, finde ich schon mal sehr gut. Wir haben hinten drauf die Produktinformationen. So, hier hinten drauf haben wir ein paar Szenebilder, das umfangreiche Bonusmaterial. Auf das Bonusmaterial, die Bild- und Tonqualität und auf den Film selbst gehe ich dann bei Zeiten in der Review auf blu-raydisc.de ein, die ich hier unten in der Infobox verlinken werde. Blu-ray-Premiere limitiert und nummeriert hatten wir ja schon. Hier haben wir dann nochmal die Hinweise, wie lang der Film geht. 85 Minuten und 66 Minuten Bonusmaterial. Deutsch und Englisch, DTS, HD Master Audio 2.0 Stereo. Und ja, die Limitierungsnummer hatten wir schon. So, wenn wir das wegmachen, kommt auf der Rückseite. Cool, finde ich richtig cool gemacht. Das sieht richtig toll aus. Ihr seht das, das ist so ein bisschen glänzend. Und hier vorne halt auch ohne das lästige FSK-Siegel. Wobei ab 16, das wundert mich jetzt schon ein bisschen. Also ich hatte den Film damals auf DVD, Quatsch, auf DVD, auf VHS hatte ich den, nicht auf DVD. Und da war der, ich weiß nicht, war der auch damals ab 16? Warum? Wahrscheinlich, weil hier Brüste zu sehen sind. Uiuiuiui, böse, böse. Ja, das Artwork vorne drauf, sehr schön gemacht, sehr cool, auch relativ scharf. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Ha, da fallen uns direkt die Werbeblättchen entgegen. Ich lege das mal hier ab. So, hier haben wir die Turbine Deluxe Edition Texas Chainsaw Massacre 1 und 2, der Unsichtbare, die Rebellen vom Langshampoo. Kenne ich gar nicht. Doch, klar. Ja, und hier hinten drauf noch ein paar Titel aus der Turbine Mediabook Collection. Dann haben wir hier nochmal die Turbine Steel Collection. Barbwire, auch sehr geil. Und ja, die anderen Titel der Turbine Steel Collection. So, und innen drin haben wir dann die Blu-ray. Universal, das Studio, das ihnen Filmklassiker wie Im Westen nichts Neues, E.T. und Jenseits von Afrika brachte, präsentiert stolz Amazonen auf dem Mond. Finde ich cool, das ist aus dem Kinotrailer. Und innen drin haben wir dann einen farbigen Druck. Den finde ich jetzt allerdings etwas, ja, ist etwas unscharf. Schade eigentlich. Obwohl, vielleicht ist das auch Absicht. Was haben wir hier? Reste. Reste. So, ja, so schaut das Ganze aus. Amazonen auf dem Mond, Blu-ray Premiere im Rahmen der Turbine Steel Collection.
sehr cool gemacht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn ihr diesen Film mögt, schreibt mir doch einfach was Liebes in die Kommentare. Lasst den Daumen nach oben da und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Be blue, see you.